Hallo Leute, das ist jetzt wahrscheinlich gerade für die unter euch, die meine Videos schon so ein bisschen länger gucken, keine sonderlich überraschende Nachricht, aber ich bin eine ziemlich unsportliche Kartoffel. Okay, gut, man muss dazu sagen, jetzt seit einem Jahr mache ich Aerial-Yoga, das ist natürlich vor allem cool für den Rücken. Mein Gleichgewichtssinn freut sich da auch sehr drüber, aber Cardio ist da halt nicht. Ohne Scheiß, wenn ihr mich mal dabei beobachten würdet, wie ich irgendwo, keine Ahnung, in den zweiten, dritten Stock laufe, dann schnaufe ich einfach so, als würde ich seit 20 Jahren Kette rauchen. Und deswegen, ja, dachte ich mir, es ist vielleicht mal an der Zeit, dass ich mich so ein bisschen mehr bewege. Weil ich meine, auch wenn ich jetzt nicht den klassischen Job habe, verbringe ich doch relativ viel Zeit hier am Schreibtisch. Ich sitze sehr, sehr viel und vor allem schaffe ich es halt in den meisten Fällen nicht, diese berühmten 10.000 Schritte am Tag zu laufen, wo man ja eigentlich sagt, okay, das ist so ein Maß, das irgendwo gut und gesund wäre für den Körper. Das möchte ich jetzt gerne in den nächsten 7 Tagen ändern, und zwar indem ich mich nur noch zu Fuß fortbewege. Und dazu muss man sagen, dass ich in Berlin lebe. Das heißt, die Strecken hier sind relativ lang. Manchmal brauche ich irgendwo eine Stunde von A nach B, wenn ich irgendwo Freunde besuchen möchte, die halt am anderen Ende der Stadt leben. Oder meistens ist es so, so mindestens eine halbe oder eine Dreiviertelstunde kalkuliere ich eigentlich ein. Und das sind eben die Wege, die ich mit der Bahn brauche. Ich werde in dieser Woche jetzt einfach ganz normal meinen Alltag leben, eben genauso wie die Termine auch im Kalender stehen, und muss so ein bisschen mehr Zeit einplanen für die Wege. Ich bin sehr gespannt, ob ich das schaffe mit den 10.000 Schritten pro Tag, beziehungsweise dann insgesamt 70.000 Schritten in dieser Woche. Wie gut das machbar ist, ich habe auch gar kein Gefühl dafür, wie lange ich laufen muss tatsächlich für 10.000 Schritte. Aber all das werden wir jetzt hoffentlich in dieser Woche rausfinden. Bei mir ist heute echt so ein richtig typischer Bürotag, und das Einzige, was ich bis jetzt gemacht habe an Schritten, sind die hier vom Schreibtisch bis rüber zum Kühlschrank und wieder zurück. Aber jetzt werde ich gleich das Haus verlassen, wenn auch ehrlich gesagt nur, um zum Supermarkt zu gehen und Sachen einzukaufen. Und das ist halt auch im Normalfall so eine Strecke, die ich eben zu Fuß gehe. Was ich allerdings davor noch nie gemacht habe, ist mal darauf zu achten, wie viele Schritte das eigentlich sind. Und wenigstens das kann ich heute rausfinden. So, da sind die Einkäufe. Die machen das natürlich alles nochmal sehr viel besser. Boah, Leute, ich finde ernsthaft, Temperaturen über 25 Grad gehören verboten. Aber ich habe jetzt die Antwort auf die drängende Frage, die uns alle beschäftigt hat. Wie weit ist es von Lisas Wohnung zum Supermarkt und zurück? Es sind 3756 Schritte. Ich war heute zusammen mit 2 lieben Freunden am See, und das Problem einfach, wenn man in einer Stadt wie Berlin lebt, ist, dass der See natürlich nicht direkt vor der Haustür ist, sondern dass man erstmal eine Dreiviertelstunde dahin spazieren muss, um spazieren gehen zu können. Ich habe heute also auf jeden Fall einige Straßen von Berlin gesehen, die ich davor nicht kannte, und bin insgesamt 20.883 Schritte, also 14 Kilometer gelaufen. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich gemerkt habe, dass das für mich persönlich echt so eine Grenze ist. Also meine Füße tun ordentlich weh, und obwohl ich geschlossene Schuhe anhatte und Schuhe, mit denen ich eigentlich schon seit irgendwie 2, 3 Jahren unterwegs bin, die also gut eingelaufen sind, habe ich trotzdem einen abgeklebten Fuß. Oh Mann, mir ist natürlich bewusst, dass das echt richtig albern ist, aber ich habe gemerkt, dass ich eine Blase bekomme, und deswegen war das eine ganz gute Idee. Also ja, 14 Kilometer sind mein Maximum. Das ist schon echt nicht viel. Also ihr seht, meine Kondition ist jenseits von Gut und Böse. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich einfach von gestern noch ziemlich fertig bin oder daran, dass es 30 Grad hat draußen, aber ich bin nicht mal 10.000 Schritte gelaufen heute und trotzdem bin ich richtig fertig. Ich bin zu einem Arbeitsprojekt hin und wieder zurückgelaufen. Ich habe gesehen, es ist so eine Strecke, die eigentlich mit der Bahn jeweils 20 Minuten dauern würde. Ich bin jedes Mal Hinweg und Rückweg laut Karte 45 Minuten unterwegs gewesen. Das heißt 1,5 Stunden, und es sind trotzdem nicht mal 10.000 Schritte. Ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch einfach nur daran liegt, dass der Schrittzähler in meinem Handy jetzt nicht so super akkurat ist, aber ich fühle mich auf jeden Fall schon so, als hätte ich heute sehr viel gemacht. Aber ich muss neben dem Gejammer jetzt natürlich auch dazu sagen, dass es sehr schön war, heute draußen unterwegs zu sein, eben gerade weil die Sonne geschienen hat. Gestern war es ja dann doch eher so ein bisschen bewölkt, und heute war das wirklich ein schöner Spaziergang. Es ist auch total interessant für mich als zugezogene, nicht ursprünglich in Berlin lebende Person, hier mal draußen so ein bisschen mehr unterwegs zu sein. Im Normalfall kenne ich halt echt hauptsächlich so die U-Bahn-Geschichten von innen und hier so um mein Haus rum die näheren Straßen, wo ich halt regelmäßig unterwegs bin. Aber ja, ich sehe sehr, sehr viel mehr von der Stadt, sehr, sehr viele schöne Ecken, viele nicht so schöne Ecken, aber auch Sachen, wo ich mir dachte, ich glaube, hier würde ich künftig gerne nochmal hingehen und irgendwie einen Kaffee trinken oder so.
Heute ist Tag 5 und ich muss leider gestehen, dass ich es gestern nicht geschafft habe mit den 10.000 Schritten. Einfach deswegen, weil ich keine wirklichen Auswärtstermine hatte. Beziehungsweise das Einzige, was ich gestern gemacht habe, wofür ich das Haus verlassen habe, war, dass ich mich mit einer Freundin von mir getroffen habe. Und sie wohnt jetzt halt nur ein paar Straßen von hier entfernt. Deswegen war die Strecke einfach nicht so groß. Ich bin aber sehr optimistisch, was heute angeht. Ich mache mich jetzt nämlich gleich auf den Weg zum Aerial-Yoga-Training. Und das ist tatsächlich auch ein gutes Stück von mir entfernt. Und da gucken wir mal, wie das so ist mit dem Sport, den ich vor dem Sport mache und wie K.O. ich dann schon bin, wenn ich dort ankomme. Heute bin ich endlich mal schlau genug, euch die Anzahl der Schritte erst am nächsten Tag zu sagen, wenn wirklich die 24 Stunden durch sind und nicht noch mehr dazukommen. Deswegen kann ich es euch jetzt endlich ganz genau sagen. Und zwar bin ich gestern 14.797 Schritte gelaufen und heute denke ich mal, dass ich die 10.000 auch vollkriegen werde. Ich mache mich jetzt nämlich gleich auf den Weg zu einer Abschiedsfeier von einer Kollegin von mir und das ist, denke ich, weit genug weg, dass das mit den 10.000 passen sollte. Ich finde es übrigens sehr, sehr praktisch für dieses Experiment, dass es gerade Sommer ist und es so lange hell bleibt, weil ich mich dadurch dann halt auch einfach so ein bisschen wohler und sicherer fühle, wenn ich nachts jetzt irgendwann alleine zurücklaufe, weil ich jetzt ja auch nicht weiß, wie lange das Ganze heute Abend geht, weil ich denke mir immer, Experiment hin oder her, das ist so eine Sache, aber wichtig ist es halt, dass ich mich sicher und gut fühle. Ja, ich habe das Gefühl, so langsam aber sicher wird das was mit meinem Bauchgefühl. Und zwar habe ich gestern ja geschätzt, dass es so ungefähr 10.000 Schritte sein werden für den Weg. Und es waren tatsächlich 10.659. Ich merke langsam aber sicher, dass es mir zwar natürlich gut tut, wenn ich rausgehe und mich bewege und die Sonne genieße und so, aber gleichzeitig ja, dass ich halt auch schon so ein bisschen mit den Augen rolle, wenn ich weiß, es ist gleich wieder soweit, weil ich halt wirklich sehr untrainiert bin und das jetzt schon so ein bisschen von 0 auf 100 geht. Aber es bringt jetzt leider halt überhaupt nichts, wenn ich rumheule, weil ich nämlich gleich wieder raus muss. Ich bin mit Robin verabredet und wir werden zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen. Und ich dachte mir, weil Robin und ich ja einen relativ ähnlichen Job haben, frage ich ihn einfach mal, wie das bei ihm so ist und ob er sich denn genug bewegt. Ich bewege mich viel zu wenig und ich achte da auch eigentlich überhaupt nicht drauf. Obwohl, also beziehungsweise bei mir ist es eher so, ich achte da drauf, mich selbst dafür zu hassen, dass ich es nicht genug mache, aber mach es dann nicht, weil einfach dann doch zu viel zu tun ist. Ich glaube, am meisten in meinem Leben habe ich mich, sagen so seit der Schulzeit, wo man noch regelmäßig so Sportunterricht hatte, habe ich mich bewegt, als meine Tochter frisch geboren war und ich dann mit dem Kinderwagen öfters mal durch die Gegend gelaufen bin. Aber seitdem das auch nicht mehr so groß Thema ist, sieht es nicht gut aus. Auch wenn ich natürlich weiß, dass das jetzt nicht der Sinn der Sache ist, beruhigt es mich irgendwie, das zu hören. Und weil ich heute jetzt tatsächlich meine 10.000 Schritte gelaufen bin, würde ich sagen, ich habe jetzt einfach das gute Recht, den Rest des Abends hier auf dem Sofa zu verbringen. Gestern bin ich 12.216 Schritte gelaufen und mein Taschenrechner im Handy sagt mir, dass das bedeutet, dass es in den letzten 7 Tagen insgesamt 78.078 Schritte waren. Ich habe also quasi mein Wochenpensum erreicht, auch wenn das jetzt eben nicht jeden Tag exakt die 10.000 Schritte sind, bin ich trotzdem zufrieden. Einfach, weil ich mir denke, dass es ja im normalen Alltag auch so ist, dass man eben nicht jeden Tag exakt gleich viel läuft oder exakt die gleich langen Wege zurücklegt. Ich denke mir einfach, solange die Bilanz stimmt, ist das Ganze okay. Und was ich euch auf jeden Fall sagen kann nach den 7 Tagen ist, dass mir meine Beine ganz schön doll wehtun. So viel Laufen im Alltag, das kenne ich einfach nicht. Und deswegen dauert es natürlich eine Weile, bis man sich daran gewöhnt, beziehungsweise der Körper reagiert halt dementsprechend. Und das zeigt mir jetzt auch nochmal, wie viel zu wenig ich mich halt eigentlich im Normalfall bewege. Genau deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, künftig Strecken zu laufen, die entweder 30 Minuten oder weniger dauern. Und was ich auch mitgenommen habe, bei den sehr warmen Temperaturen in den letzten Tagen ist, dass es manchmal gar nicht so schlecht ist, wenn man ein Ersatz-T-Shirt dabei hat. Ich glaube, wenn das in nächster Zeit mit den Temperaturen noch so weitergeht, dann werde ich erstmal entweder meine Arme nicht mehr heben oder nur noch den Rückweg laufen. Alles in allem hat mir das aber definitiv gut getan. Also ich merke richtig, wie mein Kopf leichter geworden ist und wie es einfach schön ist, so ein bisschen in Bewegung zu bleiben. Und wie häufig dann nach so einer Zeit, wo ich irgendwo länger hier saß und mich konzentrieren musste, das einfach auch schön war, um den Kopf wieder so ein bisschen auf Vordermann zu kriegen. Mich würde es jetzt mal interessieren, ob ihr euch denn genug bewegt und ob ihr vielleicht auch so den ein oder anderen Tipp für mich hättet, wie ich denn so ein paar mehr Schritte in meinen Alltag integrieren kann. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Und ansonsten kommt ihr hier drüben jetzt noch zu meinem letzten Selbstexperiment. Da habe ich versucht, mich 7 Tage lang nicht zu entschuldigen. Und hier drunter ist die Playlist mit allen bisherigen Experimente-Videos. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr gerne auch die Glocke klicken. Dann werdet ihr künftig benachrichtigt, immer wenn es ein neues Video von mir gibt. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns hier nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüss.